So, herzlich willkommen hier auf Bühne 4. Hier gibt es gleich eine interessante Demo-Session zum Thema Bear Maps, kontextuelles Mapping in unerforschten Gebieten. Die Demo-Session wird gehalten von Andrea Borghi. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall jetzt ganz viel Spaß. Wenn Sie Fragen haben während des Vortrags, gerne die Fragefunktion im Venueless benutzen. Das heißt, rechts einfach eine Frage einstellen. Wenn schon jemand anderes die Frage gestellt hat, gerne einfach hochvoten. Je mehr Votes die Frage hat, desto wahrscheinlicher ist es, dass ihr dann auch drankommt. Und deswegen wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit der Demo-Session von Andreas Borghi. Bitteschön. Guten Tag, mein Name ist Andrea Borghi und ich arbeite für Camp2Camp Geospatial Solution. Ich werde heute über Bear Maps sprechen. Es ist ein Open Source Software, der auf Java geschrieben ist. Und die Idee von Bear Maps ist, ein Werkzeug zu haben, der die ganze Kette für die Produktion, für Vektor-Tiles und Mapbox-Styling erleichtert. Die Idee ist, ein Tool zu haben, der Open Source ist, der für Mapbox, Vektor-Tiles und Mapbox-Style nützlich ist, dass man mit OSM oder Benutzerdatei benutzen kann. Es wird benutzt für das Styleset und das Styling zusammen zu bearbeiten. Und es hat auch Funktionalitäten für die Import und Export von großen Mengen von Datei zu optimieren. Die Idee ist, es gibt schon verschiedene Tools, die man für jede Step in diese Kette benutzen kann. Zum Beispiel, wenn ich OSM-Datei in PostGIS importieren will, ich kann ImpOSM oder Osmosis benutzen. Und Osmosis ist auf Java geschrieben und deswegen Bear Maps wird Osmosis als Basis für das OSM-Import benutzen. Für die Teilgenerierung benutzte man normalerweise Batch Processing wie Typekano oder TileMaker. Man kann auch QGIS benutzen, aber die echte Revolution kam aus meiner Sicht mit PostGIS, wenn sie SD als MVT implementiert haben. Das ist echt, wo man Vektorkachel sehr einfach produzieren kann. Und Bear Maps benutzt einfach wie viele andere Lösungen diese Funktionalitäten von PostGIS sehr tief. Für das Style zu bearbeiten benutzt man normalerweise entweder einen Texteditor, weil es ist ein JSON-File, so man kann immer einen Texteditor benutzen, oder Maputnik als Open-Source-Lösung. Und Bear Maps hat jetzt Maputnik eingebunden im Edit-Modus, so es gibt einen Maputnik, der direkt in Bear Maps kommt und wir werden das schauen. Und dann einfach für Details zu bedienen, es gibt verschiedene Lösungen, man kann einfach die Kachel als statische Intalt generieren und mit irgendeinem statischen Webserver bedienen, wie Apache oder Nginx. Es gibt Teilserver GL, der ein bisschen alt jetzt ist, aber historisch war die beste Lösung, um aus MB-Tiles Vektorkachel zu servieren. Und jetzt hat man auch kleine Projekte wie Vectipy, PG-Teilserv, die einfach ein REST-Endpoint für ST als MVT sind. Und Bear Maps macht genau das Gleiche für die Bedienung. Bevor wir auf die Demo gehen, will ich ein paar Wörter über meinen Arbeitsgeber sagen. Ich arbeite für Camp2Camp. Wir sind eine Firma von mehr als 110 Mitarbeitern. Wir arbeiten in drei Ländern, Frankreich, Schweiz und Deutschland.
Seit 2001 ist Camp2Camp sehr stark involviert in Open-Source-Entwicklung und in verschiedene Open-Source-Communities. Wir haben drei Divisionen aus Geospatial, Business und Infrastruktur. Ich persönlich arbeite im Geospatial Solution. Wir werden jetzt die Demo machen. Konkret machen wir jetzt eine Import von einer OSM-Datei, also aus BBF. Dann werden wir schauen, wie man die Datei optimieren kann, also welche Optimierung auf die SQL-Index und so weiter machen kann, die schon implementiert in BERMAP sind und wie man das auch erweitern kann für persönliche oder also benutzerdefinierte Datei. Deswegen werden wir BERMAPs im Edit-Modus benutzen und wir werden schauen, wie man das Styleset und das Style zusammen optimieren kann und deswegen auch mit benutzerdefinierte Datei. Also ich werde in QGIS ein paar Punkte editieren und generieren und wir werden das direkt in die Kachel importieren. Dann werden wir die Kachel auf S3 exportieren. Amazon S3 und wir werden das bedienen und schauen, wie man das einfach mit einer Demo-Anwendung direkt benutzen kann. So, jetzt gehen wir zur Demo. Also jetzt konkret gehen wir direkt im Demo. Das erste werden wir BERMAPs herunterladen als Release vom GitHub. Ich nehme eine dedizierte Release, weil es ändert sich noch viel im Moment, so deswegen können wir sicher sein, dass diese Demo wird noch in Zukunft ausführlich funktionieren. So, wir herunterladen BERMAPs, es ist ein ZIP-File, es wird dann hier einfach extrahiert und dann legen wir BERMAPs im Betriebssystem Path, damit wir es direkt benutzen können. Wenn wir schauen, was da ist, wir haben ein Verzeichnis BERMAPs. Da drin haben wir die Binaries, also BERMAPs Release und auch in lib das Java Libraries. Bitte sei sicher, dass hier mindestens Java 11 benutzen. Wir sehen, dass ich auf meinem Computer, ich habe beide Java 8 und 11 und so. Bitte sei sicher, dass wenn ihr das ausführt, Java 11 benutzt. Wir werden jetzt eine Datenbank-Container, also es ist ein Postgres mit PostGIS-Container und wir werden das benutzen für das als Datenbank für das Projekt. So ich lege hier einen Container, heißt BERMAPs DB Test und mit verschiedenen sehr einfachen und Demo Credentials, die wir hier benutzen. Und dann haben wir unseren Setup ist fertig. Wir können probieren BERMAPs auszuführen ohne Argumenten. Das sollte einfach das Help zeigen. Heute werden wir Execute-Befehl benutzen. Das ist für alle die Datenbank-Änderungen und Datei-Import. Also es ist für die Änderung in die Datenbank, so es wird ein SQL-Skript ausführen. Import, um Datei zu importieren. Wir werden ein PBF vom Liechtenstein für die Übung importieren. Aber dann werde ich die Demo mit einer schon vorbereiteten Datenbank mit schweizerische Datei arbeiten, nur ein bisschen mehr Oberfläche zu haben. Dann werden wir auch Export benutzen am Ende, um die Kachel auf Amazon zu exportieren und im Edit-Modus, da werden wir am meisten arbeiten, das ist wo man das Stil und die Tileset zusammen generieren kann und optimieren kann. So, jetzt müssen wir die Datenbank vorbereiten. Es gibt verschiedene Skripte, die mit BERMAPs direkt kommen. Die werden alle die Extension generieren und
auch die neue Tabelle generieren, alles vorbereiten, damit wir OSM optimal importieren können. Es gibt schon viel Arbeit für das. So, wie gesagt, das ist jetzt schon gemacht und jetzt können wir ein PBF direkt aus Geofabrik herunterladen. Und das ist alles, was Bermaps braucht. Es ist einfach eine Import. Er braucht die Datenbank-Credentials. So, was ist meine Datenbank? Und welchem File? Und wenn man das als URL, als HTTPS-URL hinzufügt, kann man das direkt aus Geofabrik zum Beispiel herunterladen. Es könnte auch ein File auf dem lokalen Betriebssystem, das spielt keine Rolle. Es muss einfach ein normales File sein. So, jetzt ist das schon importiert. Wir haben gesehen, es wurde sehr, also Liechtenstein ist sehr leicht. Für der Schweiz, es brauchte etwa eine halbe Stunde in meinem Test. Deswegen machen wir dieses Beispiel hier nur mit Liechtenstein. Jetzt können wir schon diese Datei schauen und wir werden ein Tileset, der aus das Projekt OSM Vector von Bermaps auch kommt. Und für das probieren wir das Edit-Modus. Das Tileset ist ein normales Tileset, aber das kommt aus ein anderes Projekt, der in die Link am Ende von dir der Vortrag ist. Es ist schon optimiert für OpenStreetMap. Und was wir sehen, ist, dass für jede Topic, der wir benutzen im Stil, wir haben die SQL Select Statement, der wir benutzen werden. Und das ist, wo Bermaps stark ist. Das heißt, dass wir können das direkt im Style, im Tileset unseren optimierte Abfrage auf die Datenbank definieren. Es kennt schon eine Variable, die heißt Zoom. Und die Variable Zoom wird einfach als Zoom-Level aus die Abfrage interpretiert. Und da kann man verschiedene vereinfachte Tabellen generieren. Mit vereinfachte Tabelle können wir die Abfragezeit also für die obere Auslösungen ein bisschen verbessern, weil nicht alle die Punkte in die Datenbank sind. Für das benutzt man normalerweise ST-Simplify oder verschiedene PostGIS-Funktionalitäten direkt. So, da probieren wir jetzt unserem Stil, aber wir müssen auch noch nur eine kleine Voroptimierung machen. Und wir haben dieses Skript hier, die beide in dieses Repository auch sind. Die sind einfach die Create View und Create Gist Indexes, weil damit die Abfrage optimiert ist für OSM, wir generieren eine Materialized View in die Datenbank für jede Tabelle, die wir benutzen. Und das ist sehr wichtig. Ihr könnt das einfach in diese OSM Create View SQL-Skript schauen. Das ist ein generiertes Skript, wo man einfach eine Materialized View, wie gesagt, für jede Tabelle generiert. Das ist wichtig. Das ist sehr wichtig und wir werden das direkt ausführen. So wie früher, wir werden jetzt einfach Bermaps im Execute-Modus benutzen. Aber das muss gemacht sein nach das Import vom Datei. Wir müssen erst die Datei importieren und nur nachdem können wir die Materialized View generieren. Und da, wie immer, haben wir ein kleines Problem. Und es ist einfach, weil ich hier im falschen
Verzeichnis bin und ich muss genau in dem korrekten Verzeichnis sein. Und das sollte auch ziemlich schnell gehen, weil hier arbeiten wir auf Liechtenstein-Datensatz. Es ist schon fertig. Für die Schweiz, das war etwa 3 Minuten. Es ist nicht sehr lang. Gut, so jetzt haben wir eine Datenbank. Wir haben die Daten importiert. Wir haben die materialized, also wir haben die Daten optimiert. Das ist für OSM. So, jetzt werden wir das Datensatz von der Schweiz benutzen und wir werden so Bermaps im Edit-Modus benutzen. Im Edit-Modus werden wir ein schon vorbereitetes Tileset und Style benutzen und wir können das direkt dann in unserem Browser direkt schauen. Und das ist das Vorteil von dieser Lösung. Es ist, dass wir haben jetzt hier lokal auf unserem Festblatt ein Stil und ein Tileset. Und wenn ich hier, wir sehen, auf Localhost auf Port 9000 gehe, ich werde jetzt Localhost 9000. Und da haben wir Maputnik, der aus Bermaps, die in Bermaps hinzugefügt ist. Und da haben wir also Maputnik für das Style zu editieren. Und in ein paar Sekunden werden die Kachel auch kommen. Diese Kachel sind live generiert. Das heißt, dass jedes Mal, wo ich die Datei ändere oder so, die werden neu generiert. So, deswegen ist das nicht extrem performant. Aber die Features sind alle da, das ist Lausanne hier und das ist genau das Default-Style, wo wir jetzt unsere Arbeit anfangen können. Wenn ich das hier schaue, ich kann ein Git-Commit, damit wir ein clean Git haben, als Work in Progress. Und wir sehen, dass wir haben jetzt im Div nichts. Und das Interessante ist, dass wenn ich jetzt zum Beispiel das Wasserfarbe ein bisschen ändere, ich kann einfach hier kommen, die Wasser vielleicht ein bisschen dunkler machen, etwas so. Und wenn ich zufrieden bin, ich kann nach hier im Projekt schauen und das Stil wurde jetzt direkt vom Bermaps editiert, direkt in unserem Style-File. So, das heißt, sobald ich mit Maputnik fertig bin, es ist schon gespeichert auf meinem Festblatt. Und das ist, wo wir jetzt sehr produktiv zu sein anfangen können. Jetzt haben wir OSM-Datei importiert und ein Default-Style benutzt. Wir werden jetzt eine Custom-Datei in unsere Datenbank hinzufügen. Dafür habe ich jetzt ein sehr kleines Projekt hier in einem Custom-Punkt. Also es ist nur Punkte in meiner Datenbank. Die Tabelle ist extrem einfach. Wir haben nur zwei Properties, die sind die Name und die Name und Importance, also einfach nur ein paar Felder für das. Aber was wir machen jetzt ist, wir werden jetzt diese Layer editieren und echt 2 oder 3 Punkte hinzufügen. Zum Beispiel, da sagen wir 12 Name, das ist das erste. Und wir können einen zweiten Punkt hier, Importanz 23, also 2. Voilà. Wir speichern.
Wir können das in die Datenbank kontrollieren. So, wir schauen jetzt, dass in die Datenbank wir diese Datei haben. Wir haben diese zwei Punkte. Und jetzt müssen wir die Abfrage für diese Custom Layer hier in unserem Tileset. Und wie macht man das? Wir werden einfach diese SQL-Abfrage hier benutzen. Wir müssen einen H-Store machen für Importance und Name, damit es korrekt funktioniert. Aber es ist einfach das. Und jetzt in unserem Tileset werden wir dieses ID Custom, es könnte irgendwas sein, einfach das in unserem originelles Tileset hinzufügen. So, wir kommen hier, originelles Tileset. Wir schauen, wo das ist. So, in diesem Fall, ich hatte das schon geschrieben, aber ich kann das einfach löschen und wieder hinzufügen. Und das wäre alles. Also, wenn man neue Datei, neue Tabelle in diesem Tileset aus PostGIS benutzen will, man kann einfach, in diesem Fall, man muss, wenn man dieses Select ausführen kann im PSQL, dann kann er dieses genau hier hinzufügen. Und das ist alles, was wir brauchen, um das in Bare Maps zu haben. Wenn ich jetzt dieses File speichere, wird der Bare Maps Kernel das Tileset neu lesen. Und wir sehen hier alle die Abfragen, die kommen auf der Datenbank, weil es wird auch ein Refresh vom Maputnik ausführen. Und in diesem Fall, es ist erst leicht, wenn ich hier nur sicher zu sein ein Refresh mache. Wenn ich hier jetzt eine neue Layer hinzufüge, ich kann hier kommen und ich sage, ich will ein Add Layer und jetzt werden wir das auswählen. ID, das können wir nennen, wie wir wollen, werden wir das gleiche benutzen im Moment, Custom. Type, wir wollen zum Beispiel Zirkel. Die Source in diesem Fall ist Bare Maps, es ist eine autogenerierte Source, die einfach auf dem Bare Maps Backend direkt geht. Und da sollten wir schon alle die ID haben, die wir in unserem Tileset haben. Und wir sehen, wir haben unserem Custom Tileset. Und wir sagen einfach Add Layer. Und jetzt sehen wir hier, wir haben einen Punkt, der da ist. Wir haben einen anderen hier. So, das ist schon sichtbar hier. Wir werden das jetzt einfach als vielleicht etwas ein bisschen mehr interessant Style haben. Wir können einfach die Farbe vielleicht ändern. Gehen wir auf ein konkret Rot. Voilà, mit ein bisschen Stroke, ein bisschen vielleicht starker Stroke, vielleicht zwei Punkte. Ein Punkt. Voilà. So, wir haben diese zwei Punkte hier, ein hier und ein da. Das kann irgendein Datensatz sein. Und das ist alles, was wir brauchen. Also wir haben jetzt das in unserem Tileset importiert, direkt nur mit ein paar Linien in diesem JSON-File hier zu editieren. Und da sind wir jetzt fertig. Also wenn ich jetzt zufrieden bin mit diesem Style, es ist exakt, was ich will. Wir können das exportieren und das machen wir jetzt aber nur für Lausanne, deswegen geht es ein bisschen schneller. So, wir werden einfach diese Bounding Box hier benutzen für das Export. Das muss man einfach im Tileset einschreiben. Wenn man kein Bounding Box hat, ist die einfach die ganze Datensatz benutzt und wenn man eine Bounding Box mit die Bounds hinzufügt, dann wird nur diese Bounding Box benutzt für das Tileset. So, wir kommen hier, wir legen einfach
diese Bounding Box. Hier, das ist ungefähr für Lausanne. Und wir werden jetzt Bermaps stoppen und wir können die Kachel jetzt hier auf unserem Festblatt liegen. So, ich werde jetzt alle die Kachel löschen, die schon hier sind, damit wir das einfach gut sehen. So, ich habe alles gelöscht, ich habe keine Tiles mehr. Genau. Und mit einfach das Exportbefehl, das können wir jetzt das machen. Wir nehmen, so das wird hier lokal die Kachel exportieren. Und genau das gleiche, ich habe nur ein kleines Pass-Problem. Falschem Verzeichnis, aber voilà, schnell gelöst. Und jetzt wir sehen, dass wie viel Zeit das braucht, einfach nur für die Stadt Lausanne. Für die ganze Schweiz, es könnte ziemlich lang sein und für größere, aber es ist parallelisiert. Es läuft auf alle die mögliche Prozessor auf die Maschine. In meinem Fall, ich habe einen kleinen Laptop, so es ist nur 4 Prozessor. So, jetzt ist das Export fertig. Wir können schauen in unserem Teilsverzeichnis und da haben wir einfach alle unsere PBF vom Zoom-Level 6 bis 14. Das ist auch konfigurierbar im Teilset. Und wenn wir einfach das kontrollieren, wir sehen, dass wir haben verschiedene Files. Diese sind GZIP Compressed Protobuf-Files. So, und das ist wichtig, wenn man diese File bedient, dass einfach das korrekt Content Encoding für als HTTP-Header benutzt. So, in diesem Fall, wir müssen GZIP als Content Compression benutzen. Und das ist einfach nur wichtig für Mapbox. Das werden wir jetzt machen. So, wir haben einfach das kontrolliert. Wir könnten diese File jetzt auf einem statischen Website einfach kopieren. Und sie werden funktionieren. Und das ist das Vorteil. Es ist für Lausanne zum Beispiel, das könnte sehr leicht sein. Es ist in diesem Fall nur 6, also fast 7 Mega. Aber in diesem Beispiel hier jetzt werden wir das auf Amazon S3 kopieren. Und das kann selbst auch Bermaps benutzen. Und wir haben hier und wenn wir jetzt, also das ist ein Amazon S3 Bucket, der ich nur für diesen Vortrag gemacht habe und ich werde es löschen. Aber das Beispiel ist hier, wir haben hier ein Amazon S3 Bucket. Wir sagen zu Bermaps, dass er muss also S3 benutzen als Export. Ich habe ein Amazon Credentials File, der funktioniert. Ich werde das nicht zeigen für Sicherheitsgründen. Aber wenn Sie einen Amazon Account haben und eine AWS Config auch haben, dann können Sie diese Befehl genauso benutzen. Was ich auf Amazon Seite
auch konfiguriert habe, ist, dass diese Kacheln da sollten, also ich habe eine Bucket-Policy gemacht, die GetObject erlaubt. Und das ist einfach alles, was ihr braucht. Wir werden dann die S3 HTTPS Endpoint direkt benutzen für unsere Demo. So, jetzt läuft es. In der Zwischenzeit können wir vielleicht den Style noch jetzt editieren, weil wir müssen auch die korrekte URL im Style hinzufügen. Um das zu machen, das einfachste Weg ist, Bermaps zu benutzen im Serve-Modus. Das heißt, da machen wir kein Edit, er wird einfach echt nur die Kachel und Style bedienen. Und die einfachste Weg, die ich kenne, ist echt ein Curl zu machen auf unserem Localhost Endpoint und das Style zu exportieren, wie hier. So, ich mache einen Curl auf dem URL Localhost 9000 Style JSON. Ich lege das im Tiles-Verzeichnis als Style JSON File. Ich mache das gleiche mit dem Tileset. Der heißt Tiles. So, ich lege dieses Tiles JSON als Tileset. Das wird exportiert. Und wenn wir das hier in einem Texteditor öffnen, genau, im Tiles-Verzeichnis habe ich jetzt diese zwei Style und Tiles. So, was wir machen müssen hier ist, am Anfang von diesem File diese URL für die Kachel ändern. So, in diesem Fall, es ist auf dieses S3 Bucket. So, das heißt, wir müssen die korrekte URL nehmen. In diesem Fall, das ist die Endpoint, die ich benutze. Und ich muss das jetzt in Tiles hier hinzufügen. Und die sind als PBF, komprimierte PBF, gespeichert. Das kann ich speichern und das gleiche, den Style, dieses da, das wollen wir einfach genauso auch ändern und einfach entscheiden, wo wir dieses Style auf dem Bucket legen werden. In meinem Fall, ich werde das in den gleichen Verzeichnis wie die Kachel. So, das kann ich speichern und jetzt muss ich einfach nur diese zwei File auf S3 kopieren. So, ich kopiere erst das Style auf diesem Bucket im Tiles-Verzeichnis Style JSON. Das ist kopiert. Um das gleiche jetzt auch mit den Tileset. Ja. Zwischenzeit sind alle die PBF auf S3 kopiert. Und gerade jetzt gibt es noch einen kleinen Bug mit Bermaps, weil er liegt nicht das korrekte Encoding und Compression auf die Adder für S3, aber das wird in die nächste Release gelöst sein und im Moment müssen wir einfach nur
eine kleine Amazon-Befehl benutzen, wo wir die, alle diese, diese Kachel PBF nehmen und wir explizit legen wir das Content Type als Application WND Mapbox Vector Teil und wir werden auch das Content Encoding als GZIP hinzufügen. Und das ist schon fertig. Und jetzt sind wir fast fertig. Ich wollte jetzt dieses Style in ein einfaches Viewer benutzen. Und ein einfaches Viewer ist den Viewer vom SwissTopo, der Test-Viewer, testmap.geoadmin.ch. Und es gibt einen kleinen Parameter, der man benutzen kann, das, der heißt bg-layer-style-url. Und wenn man dieses URL-Parameter benutzt, dann kann er irgendein Background-Layer-Style benutzen. In diesem Fall, wir werden das auf der auf unserem Bucket ist, so benutzen. So, wir können einfach diese URL hier kopieren. Wir sehen, wie ich benutze dieses, das auf FOSS-GIS-MVT-Test, unserem Bucket, den Style-JSON. So, das können wir jetzt hier ausprobieren. So, jetzt wird das Style geladen und wir sehen, dass wir haben hier unseren Tileset, der nur für Lausanne exportiert ist. Und wir haben unsere Punkte, die aus unserer Custom-Datenbank kommen. Und das ist fertig. Also wir haben gesehen, ich habe die Datei, also die Datenbank vorbereitet, OSM-Datei importiert, ein Basislayer, die schon ziemlich gut ist, benutzt. Dann haben wir diese Datenbank optimiert für Performance und wir haben das jetzt hier live auf unsere S3-Bucket. Eine letzte Sache ist, dass man könnte auch solche Anwendungen wie testmap.geoadmin zum Beispiel benutzen, ohne ein Bucket zu haben. Man muss einfach die korrekte URL im Tiles, im Style hinzufügen. Und ein kleiner Test, den wir auch machen können, der letzte der, von dieser Demo, ist Bearmaps im Serve-Mode benutzen. Das ist sehr ähnlich wie das Edit-Modus, aber es ist ein bisschen mehr performant. Und was das macht hier ist, er wird die Kachel und den Tileset auf, also nicht im Edit-Modus, aber nur genau hier auf Localhost bedienen. Und das können wir auch im gleichen Weg wie früher testen. Wir müssen einfach noch Localhost benutzen und das können wir schon auch mit MapGeoadmin und irgendeine andere Anwendung, die ein Style laden kann. Das können wir einfach hier jetzt als letzter Test auch noch machen. Da sehen wir, diese sind die Kacheln, die kommen, aber die sind live generiert auf unserem Tileset. So, das ist ein guter Weg, um das Tileset zu testen, bevor man auf Produktion, auf S3 kopiert oder irgendwas macht. Also, ich habe Bearmaps vorgestellt. Es ist noch ein junges Projekt, aber er hat ein großes Potenzial. Dieses Projekt muss jetzt angenommen werden. Deswegen ermutige ich Sie, es zu testen. Ihr könnt das Inhalt von meiner Präsentation hier auf GitHub herunterladen mit alle die Steps, die ich ausgeführt habe. Und Camp2Camp ist vom Anfang an diesem Projekt beteiligt. Und deswegen, Sie können gern uns für jede Anfrage oder Information kontaktieren.
Und hier habt ihr noch eine Liste von den verschiedenen Links, die ich auf diese Demo benutzt habe, und auch meine Präsentation, der vorletzte Link, der Sie einfach benutzen könnt. Danke vielmals. Ja, danke Andrea auf jeden Fall für den sehr interessanten Vortrag. Wirklich ein faszinierender Einblick in Bear Maps, was du hier gemacht hast. Cooles Projekt auf jeden Fall. Das Publikum hat keine Fragen gestellt. Deswegen stelle ich dir jetzt nochmal eine kleine Frage, was ich mich gerade gefragt habe. Genau, die Links hattest du ja quasi auch auf der letzten Folie bei Bear Maps. Ist das Projekt an sich, ist das gerade nur von Camp to Camp entwickelt oder gibt es da noch mehr Contributor? Nein, es ist also im Moment mehr ein akademisches Projekt beim Fachhochschule im Yverdon, weil ein von unseren, Bertil, Professor Bertil Chapuis beim IGVD ist, und er war früher ein Camp-to-Camp-Mitarbeiter, hat dieses, dieses Projekt bei uns angefangen, und jetzt ist es echt ein Forschungsprojekt. Seine Forschungsrichtung ist mehr im OSM-Planet zu Fokus zu haben, so er will echt das optimieren für riesige Menge von Daten. Aber wir sehen auch ein großes Potenzial, um Custom Maps zu machen. Und was ich liebe von diesem Projekt echt, ist, dass es erleichtert. Also ich habe viel in Vergangenheit schon mit Vektorkachel seit Jahren jetzt gearbeitet. Und das ist das erste Mal, wo ich erst ein Projekt, wo ich also zusammen das Style und die Kachel und die Datei also sehr einfach zusammen bearbeiten kann. Und da sehe ich ein sehr großes Potenzial. Und jetzt haben wir ein intern Forschungsprojekt beim Camp to Camp, der in einem Monat startet für dieses Jahr, wo wir das ein bisschen, also Bear Maps als Backend benutzen wollen, für eine Studio-Lösung zu machen. Und wir wollen echt ein Open-Source-Projekt daraus ausnehmen, weil im Moment es gibt keine Open Source Studio für die Vektorkachel. Und das ist ein großes Projekt, aber wie gesagt, wir haben jetzt ein großes internes R&D Projekt für das. Und was fehlt, also im Bear Maps im Moment fehlt für das zum Beispiel eine RESTful API. Und das ist was das Next Step, der wird jetzt, wir schreiben gerade jetzt die Specs für das, und wir werden das die nächsten 2 Monate machen. Und für das Studio, das weiß ich noch nicht, aber sobald wir eine korrekte RESTful API für Bear Maps haben, da wird das sehr nützlich auch in Produktion sein. Weil dann kann man das auch als live, also jetzt kann man schon das als live Tiles Endpoint benutzen, aber im Moment kann man nur ein Tileset haben, aber das Ziel jetzt ist, eine Liste vom Tileset zu haben, und dass er wird die Tileset als basiert auf verschiedene Stückchen, sagen wir, von Datensätzen zusammenbinden, um Custom Tileset zu machen. So, das ist das Next Step, den wir jetzt implementieren. Das klingt doch alles soweit gut. Genau, und ich hatte eben auch im Chat gesehen, du hast ja auch den Link zum Demo-Source-Code, hattest du ja auch im Chat geschrieben, von daher. Das wäre nämlich auch sonst noch meine Frage gewesen, wo man das herbekommt. Dann danke ich dir für diese schöne, wirklich interessante Demo-Session.